Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 29 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Wir haben uns die letzten Male mit der sogenannten schwarzen Romantik beschäftigt, mit dem Grauen aus der Gruft, ganz wunderbar literarisch verarbeitet von Edgar Allan Poe, zum Beispiel in den Gedichten Annabel Lee und The Raven. Und wir wollen uns heute zwei deutschen Lyrikern zuwenden, die dieses Thema einer unheilbringenden Liebe zwischen Mann und Frau sich gewidmet haben. Heute sind, wie gesagt, die Frauen drin. Dran, die unheimlich sind und die Männer auch verderben. Das nächste Mal werden wir uns dann auch den männlichen Verderbern zuwenden. Der Prototyp um 1800 der verderbenbringenden Frau ist die Lorelei geworden. Die Lorelei, die nun auf einem Felsen am Rhein sitzt und die Schiffer, die am Rhein vorüberziehen, ins Unglück stürzt, sie kentern und ertrinken. Um 1800 war dieser Mythos, diese Sage noch ein wenig anders. Es gibt dort anscheinend ein Echo, was beeindruckend sein soll. Und so hieß es, dass es Zwerge sind, die von dort zurückrufen, wilde Männer, aus einem heidnischen Umfeld. Und nun schreibt Clemens Brentano 1800 ein Gedicht, das er veröffentlicht im zweiten Teil des Romans Gottwie, die Lorelei. Und er stellt nun ganz neu für diese Sage eine Frau in den Mittelpunkt dieses schrecklichen, verderbenbringenden Felsens. Ich lese Ihnen das Gedicht von Clemens Brentano vor. Zu Baccarach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Der Bischof ließ sie laden vor geistliche Gewalt und musste sie begnaden, so schön war ihr Gestalt. Er sprach zu ihr gerühret, du arme Lorelei, wer hat dich denn verführet zu böser Zauberei? Herr Bischof, lasst mich sterben, ich bin des Lebens müd, weil jeder muss verderben, der meine Augen sieht. Die Augen sind zwei Flammen, mein Arm ein Zauberstab. O legt mich in die Flammen, o brechet mir den Stab. Ich kann dich nicht verdammen, bis du mir erst bekennt, warum in diesen Flammen mein eigen Herz schon brennt. Den Stab kann ich nicht brechen, du schöne Lorelei. Ich müsste dann zerbrechen mein eigen Herz entzwei. Herr Bischof, mit mir Armen treibt nicht so bösen Spott und bittet um Erbarmen für mich, den lieben Gott. Ich darf nicht länger leben, ich liebe keinen mehr. Den Tod sollt ihr mir geben, drum kam ich zu euch her. Mein Schatz hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, ist fort von hier gezogen, fort in ein fremdes Land. Die Augen sanft und wilde, die Wangen rot und weiß, die Worte still und milde, das ist mein Zauberkreis. Ich selbst muss drin verderben, das Herz tut mir so weh, vor Schmerzen möchte ich sterben, wenn ich mein Bildnis seh. Drum lasst mein Recht mich finden, mich sterben wie ein Christ, denn alles muss verschwinden, weil er nicht bei mir ist. Drei Ritter lässt er holen, bringt sie ins Kloster hin, geh, Lore, Gott befohlen, sei dein berückter Sinn. Du sollst ein Nönnchen werden, ein Nönnchen schwarz und weiß, bereite dich auf Erden zu deines Todes Reis.
Zum Kloster sie nun ritten die Ritter, alle drei, und traurig in der Mitten die schöne Lorelei. O Ritter, lasst mich gehen auf diesen Felsen groß, ich will noch einmal sehen nach meines lieben Schloss. Ich will noch einmal sehen wohl in den tiefen Rhein und dann ins Kloster gehen und Gottes Jungfrau sein. Der Felsen ist so jäh, so steil ist seine Wand, doch klimmt sie in die Höhe, bis dass sie oben stand. Es binden die drei Ritter die Rosse unten an und klettern immer weiter zum Felsen auch hinan. Die Jungfrau sprach, da gehet ein Schifflein auf dem Rhein, der in dem Schifflein steht, der soll mein Liebster sein. Mein Herz wird mir so munter, es muss mein Liebster sein. Da lehnt sie sich hinunter und stürzet in den Rhein. Die Ritter mussten sterben, sie konnten nicht hinab, sie mussten all verderben, ohn Priester und ohn Grab. Wer hat dies Lied gesungen? Ein Schiffer auf dem Rhein, und immer hat's geklungen von dem drei Ritterstein. Lorelei, 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 als wären es meiner drei. Also Clemens macht aus der alten Sage eine Sage um eine Frau, die unglücklich liebt. Ihr Liebster hat sie verlassen und sie ist nun von zauberischer Schönheit. Eine Schönheit, die nicht göttlich ist, die nicht christlich ist, sondern heidnisch ist. Und sie selbst möchte nun sozusagen als Hexe, als Zauberin von einem geistlichen Gericht zum Tode verurteilt werden. Aber auch der Bischof ist so berückt von ihrer Schönheit, dass er das Unheil abwenden will. Und sie will auch als Christin sterben. Und so beschließt er, dass sie in ein Kloster gehen soll. Drei Ritter begleiten sie. Die Lorelei bittet noch einmal, das Schloss von Ferne ihres Liebsten sehen zu dürfen. Und sie klimmt auf einen Felsen und sieht unten am Rhein eben nun ein Schiff vorüberziehen, in dem ein Mann steht. Und sie beschließt, in diesem Mann ihren Liebsten zu imaginieren. Es muss mein Liebster sein. Und sie stürzt sich eben in Selbstmord hinunter in den Rhein. Die drei Männer, die drei Ritter, können nicht vor, nicht zurück, stürzen auch ab und finden auch den Tod. Und so ist das eben ein Zauber, den sie auch spricht. Sie imaginiert sich da eben das Bild ihres Liebsten in den Schiffer hinein, spricht einen Zauber aus und alle, die eben vorüberziehen, werden auch in ihren Bann gezogen. Sie sterben, sie müssen sterben, sie werden ins Unheil gebracht. So will es das Schicksal. Und der Schiffer, der unten vorbeizieht und ihr Lied singt, ruft ihren Namen hinauf, Lorelei, und das Echo ruft es dreimal zurück, als wären es meiner drei, Lorelei, Lorelei, Lorelei. Clemens Brentano macht also aus dem Mythos, aus der Sage um die wilden Männer einen Mythos um eine verderbenbringende, heidnische Zauberin, verbindet die Gestalt der gefährdenden Natur mit der Gefährdung durch die Frau, ein altes romantisches Motiv. Und das ist so eindrücklich in dieser Ballade geschildert worden, dass es 24 Jahre später ein anderer deutscher Dichter aufgreift, Heinrich Heine, in seinem Lied von der Lorelei. Auch das möchte ich Ihnen zunächst vorlesen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein.
Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben wunderbar, ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer des kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Erschienen 1824 ist dieses Gedicht, das Lied von der Lorelei, geschrieben von Heinrich Heine. Gelebt hat er 1797 bis 1856, geboren in Düsseldorf, gestorben in Paris, wohin er 1831 emigriert war. Heinrich Heine greift also nun diese Sage von der Lorelei auf, dieses Märchen aus uralten Zeiten, 6 Strophen in einem dreihebigen Jambus geschrieben, mit Kreuzreim, männlich, weiblich, was ja auch sozusagen dem Thema entspricht, der Frau und der Beziehung, der gefährdenden Beziehung jetzt zu einem Mann. Und das Interessante ist nun, dass er aus diesem Gedicht eben eigentlich etwas vollkommen Neues macht. Auffällig ist schon, dass hier sich gleich am Anfang ein lyrisches Ich meldet. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Dieses Ich ist melancholisch, weil er sich an etwas Vergangenes erinnert. Eine Reminiszenz. Und diese Erinnerung verbindet sich nun mit der Natur, mit dem Rhein, mit dem Felsen am Rhein. Es ist die Abendzeit, die diesen Felsen vergoldet und damit alles vergoldet, was diese wunderbare, schönste Jungfrau umstrahlt, was sie ausmacht, ihr goldenes Geschmeide, ihr goldenes Haar. Das Haar ist ja immer ein großes Sexualmotiv auch gewesen. Der goldene Kamm, mit dem sie ihr Haar kämmt, denken Sie nur mal an Rapunzel mit ihrem langen Haar. Und diese Lorelei ist nun im Unterschied zu Clemens von Brentanos Ballade eine Sängerin. Sie ist eine Künstlerin, die eine wundersame, gewaltige Melodei singen kann. Und der Schiffer geht nun unter, mitsamt seinem Kahn, so glaubt das lyrische Ich, nicht verführt durch die körperliche Schönheit, sondern durch ihr Lied, durch die Kunst. Die körperliche Schönheit der Sängerin steht nicht im Vordergrund, ist nicht das Thema dieses Liedes, sondern ihre Fähigkeit zu singen. Es ist das, was wir, der Laut wird hier zum Thema, der Gesang, eben was wir schon anklingen hatten bei Clemens von Brentano, das Echo, der Klang, das Lied des Schiffers, das wird hier zum Thema, nämlich diese Frauenfigur, die eben nun einen kunstvollen Gesang fabrizieren kann. Und man geht unter, weil man ergriffen ist durch ihre Kunst. Damit steht die Poesie, die Musik und eben die Melodei im Vordergrund. Denken Sie auch an die Sirenen in der Odyssee. Auch hier wird bei Heine eben das Gedicht angesiedelt, die Sage angesiedelt, nicht im Christentum, sondern in einem vorchristlichen uralten Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Interessant ist die letzte Strophe.
Ich glaube, in dieser Zeile kommt ein Zweifel auf. Und nämlich ein Zweifel daran, dass dieses Schiff untergegangen sei. Und dann kommt auf einmal die Gewissheit, es ist untergegangen und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Das heißt, was hier unterschwellig anklingt, ist der Zweifel an sozusagen dem realen Geschehen, aber die Sicherheit an der Wirkung der Kunst. Und damit sind wir bei einem ganz alten romantischen Thema, nämlich der Auflösung von Realität in Kunst. Die subjektive Sicht der Welt, wie wir es ausführlich auch diskutiert haben bei dem Philosophen Fichte, hier wird sie sozusagen in eine ganz leichte, volksliedhafte, lyrische Fassung umgeformt. Eine ganz interessante, neuartige Verarbeitung der Sage um die Lorelei. Das Gedicht wurde 1837-38 publiziert als Vertonung eines Volksliedes, und zwar von Friedrich Silcher. Friedrich Silcher komponiert dieses Lied, diesen Text in seinem berühmten Lied von der Lorelei. Er war Musikdirektor an der Uni Tübingen, gelebt hat er von 1788 bis 1860. Ein Komponist und auch eben einer, der den Chorgesang in Deutschland ganz stark beeinflusst hat. Er hat 1829 die Akademische Liedertafel in Tübingen gegründet und vertont nun eben 1837-38 dieses seine Gedicht, das in Deutschland wirklich berühmt geworden ist. Jeder Männergesangsverein konnte es singen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Und das kennen Sie. Das ist so berühmt geworden, auch die Tradition der Männergesangsvereine, dass daraus in Deutschland ein Sprichwort geworden ist, eine Redewendung. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich habe das nachlesen müssen, wusste ich gar nicht. Eine neue Redewendung aus dem 19. Jahrhundert. Hier wird das Wort mein lieber Gott ersetzt durch mein lieber Herr Gesangsverein, der ja ironisch auch die Bedeutung der männlichen Gesangsvereine in der bürgerlichen Gesellschaft des industrialisierten Europa formuliert. Die Gesangsvereine, die eben wichtig sind für die musikalische Umrahmung von Festen, wichtig vor der Erfindung von Radio, von Schallplattenspielern, von CDs, von allem dem, was wir mit dem wir uns heute stündlich, täglich, minütlich beschallen können. Früher musste man eben selber singen, um Musik zu hören, und das war ein Gemeinschaftsereignis, das man eben sehr gerne in Chören tat, vor allem dann auch in Männerchören. Und bis heute gibt es Chöre, die gerne zusammenkommen und das gemeinsame Singen lieben. Wie gesagt, das Lied von Silcher hat einen Siegeszug in Deutschland hinter sich gebracht und wurde so berühmt, dass es in der Nazizeit eben zum Problem wurde. Das Gedicht stammte von Heinrich Heine, von einem Juden. Und das durfte natürlich in der Nazizeit nicht sein. Also sagte man, das Lied sei von einem unbekannten Verfasser, ein uraltes Volkslied, und man leugnete die Verfasserschaft von dem Juden Heinrich Heine. Es war die Zeit, früher Nationalsozialismus 1933, in der man auch die Thingstätten errichtete, und so wurde eben auch auf dem Loreleifelsen
auf dem Felsplateau eine Tingstätte errichtet, die erst 1939 fertiggestellt war. Und das war die Zeit, wo es eigentlich schon mit diesen Tingstätten vorüber war, wo man in den Zweiten Weltkrieg schritt und wo alles dem Untergang entgegenging und alles in das Verderben des Zweiten Weltkriegs geführt wurde. Die Lorelei, ein Gedicht von Clemens Brentano, 1800, neu geschrieben von Heinrich Heine, 1824, vertont von Friedrich Silcher, 1837, 1838.